Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Assassin's Creed. Unser Ziel war in der letzten Folge ja nicht schwer zu erraten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder raus aus der Stadt. Und das ganz, ganz fix. Wir haben nämlich ein neues Ziel. Wir können tun, was uns gefällt. Da. Ich bin nämlich schon nicht wie ein Kind, aber habe keine Angst. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Nein, bin ich nicht. Das Reinkommen war einfacher. Eine Frage, wo ist eigentlich mein Pferdchen? Keine Ahnung, wo es gerade steckt. Na gut, dann laufen wir halt. Nö. Jedenfalls nicht den Falschen. Wirklich wissen, wo mein Pferd ist. Das kann doch nicht einfach weg sein. Na gut, ich würde sagen, scheiß auf die Aussichtspunkte. Wir wollen ins Königreich. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen oder ein unauffälliges Attentat durchführen. Oh, da habe ich ja viele Möglichkeiten, ganz viele Möglichkeiten. Ach, sieh mal an, da bist du. Ja, unser Ziel ist also hier. Den komme ich auch schon irgendwie. Deswegen muss ich jetzt nicht extra anhalten oder so. Nee, die sind mir egal. Wir haben einen Checkpoint erreicht. Es könnte aber sein, dass ich trotzdem nicht durchkomme. Weil mir eben ein paar Aussichtspunkte fehlen. Aber das werden wir sehen. Wenn mir wirklich Aussichtspunkte fehlen sollten, werde ich diese natürlich noch machen in der Folge. Und dann werden wir uns erst in der nächsten Folge dorthin begeben. Oh, hier sind wir schon lange nicht mehr lang gewesen, ne? Oh, fuck. Das ist der Tod den Ungläubigen. Oh Gott. Sorry. Na gut. Dann halt ohne Pferdchen. Komm auch ohne mein Pferd weiter. Ich glaube, ich brauchte erst einige Aussichtspunkte, um dorthin zu kommen. Das werden wir ja gleich sehen.
Ich weiß es jetzt nicht. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das mal gespielt habe. Moin Jungs, darf ich mal kurz vorbei? Danke. Okay. Muss ich tatsächlich einmal rum, ne? Ich komm mal hier durch. Ich versuche was herauszufinden, Jungs. Ach, müde ist relativ. Aber von hier kam ich ja. Dort stand der Typ. Ach komm, ihr kommt doch jetzt schon nicht hinter mir her. So, Flacke haben wir auch geholt. Oh Gott, man sollte aber versuchen, nirgendwo gegenzulaufen. Hier längs. Ich glaube, wenn ich nicht hätte durchkommen können, dann hätte ich hier auch nicht lang dürfen. Halt doch, hier müsste ich ja lang kommen, um nach Akon zu kommen. Okay, dann lauf mal rum. Komischer Nebel. Die eigenen Leute treiben ihr, seid so bescheuert, seid ihr. Das brauche ich schon fast 8 Minuten. Aber es sind schon über 8 Minuten, nur um hier hinzukommen. Naja. Nee, aber wenn ich hier nicht hätte durch dürfen, dann... Oder anders ausgedrückt, wenn mir noch die Aussichtspunkte gefehlt hätten, dann hätte ich ja hier nicht durch dürfen, soweit ich weiß. Oh, schon mal, mein Technik ist mir die ganze Zeit hinterher gekommen. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Mhm. Es ist zu easy, wenn hier keiner ist. Sieh mal an, die laufen da auch mal lang. Okay, jetzt haben sie mich doch an der. Alter, ihr nervt mich! Hau ab! Noch wehe!
treffe ich euch nicht. Dann ist es mir auch egal. Alter, jetzt reicht's mir. Du hast mich zum ersten und letzten Mal getreten. Das ist mir doch scheißegal, ob du meinen Atem hören kannst oder nicht. Du gehst mal auf den Senkel. Du wirst mir nicht entkommen. Wo versteckst du dich? Der hier wollt wen holen? Ha! Hau ab! Boom! Alter, warum sind denn hier so viele? Na gut. Sorry, aber wenn ihr mich angreift, muss irgendeiner sterben. Und ich werde es ganz sicher nicht sein. Ihr könnt mich zwar töten, aber sterben will ich. Werde ich ganz bestimmt nicht. Das neblig hier. Hau ab. Naja, ich bin ja eh entdeckt. Was soll ich mich dann noch ranschleichen? Aha. Och. Ja, der Gott auf deiner Seite ist, warum stirbst du dann? Das kann ich dir ganz genau sagen, weil es keinen Gott gibt. Hau. Na komm, wer ist der Nächste? Boom. Och Mann, ist das langweilig mit euch. Und lass mich los. Hau ab.
Na, Jungs. Mann, wie ich euch hasse. Hau ab! Da, du wolltest dich wehren? Gib's nicht! So weit kommt's noch. Ha! Was zur Hölle? Ja, dann hau ab! Lass mich hier in Frieden. Na? Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer. Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Na gut. Robert de Sable. Mein Adjutant. Er sinnt auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, um euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Sid Blanc, Assassin. Alter. Es war von einem Zweikampf die Rede. Und nicht gleich 6-7 Mann auf ein. Alter. Diese Typen sind der reinste Murks.
Tu n'es pas à la hauteur. So was von der Murk, sag ich. So, wer will der Nächste sein? Danke. Ich hasse euch. Hau endlich ab! Steh auf, Alter, ihr. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gib mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Kämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ah, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ah, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich, aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen.
Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch sehnt. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht. Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Somit haben wir auch den 9. Es gibt einen 10. Und den werden wir uns in der nächsten Folge krallen. Aber jetzt werden wir erstmal aus dem Animus geschmissen. Ich sagte aufstehen, verdammt! Hallo! Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon Sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen Ihnen hier. Und ich habe Sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind Sie noch ausgeflippt. Sind Sie hier doch nicht so sicher, wie Sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht, Ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, Sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Gut, an dieser Stelle würde ich aber sagen, beende ich die Folge, sie geht schon wieder viel zu lang. Das heißt, uns erwartet also in der nächsten Folge der absolute Höhepunkt des ganzen Spiels, der Endkampf. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Assassin's Creed. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und haut rein. Ciao.